Wir spielen jetzt die Kap oder dann das Kapitel. Erstens, niemanden schaden. So, wenn erstens steht, folgt irgendwann auch mal zweitens. Wir werden sehen, empfohlene Stufe 29. Gerüchte, nach denen ein Arzt namens Hippokrates Informationen über Myrenes Aufenthaltsort haben könnte, führten Alexios zur Stadt Argos, wo sich seine Klinik befand. Wir haben schon mit Ikaros natürlich den Ort entdeckt im Laufe des Spiels und wir sollen jetzt ja, einfach mit Hippokrates sprechen. Hört sich einfach an. Wie immer kann es nicht alles gewesen sein. Da wird Hippokrates sagen, ja, wisst ihr was? Du kannst noch was richtig Geiles machen, wo du richtig noch mal eins auf die Schnauze kriegst. Weil da einige dich töten wollen. Wir werden sehen, ob ich recht hatte. Was passiert, Leo? Stehen sie schon Schlange? Das ist wie in Deutschland. Ich muss zum Arzt. So, los geht's. Ohne eine Interaktion. Auch mal was Neues. Immer mal spannend. Bam, 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 bam. Ihr seht, das sind die Ladezeiten. Spielst derzeit auf der PlayStation 4 Pro. Ich habe die Festplatte ist original noch drin, also ich habe da keine SSD reingemacht. Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Zurück. Nein, kein Grund, sich aufregen. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates. Und noch ein verirrter Anhänger des größten Wahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. So, dann. Die weißen Schriften sind wieder Zwischenfragen. Die werden wir auch jetzt stellen. Wo ist Hippokrates? Ich muss Hippokrates treffen. Hippokrates. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Was ist das für ein Ort? Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet ihr nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region hier doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Ich muss Hippokrates finden. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Erzähl mir mehr über diese Utensilien. Was sind das für Utensilien? Nur einige medizinische Dinge. Messer und Fäden für die Nähte, Verbände. Oh, und ein Beutel, um die Gedärme zu leeren. Das ist hoffentlich gut eingepackt. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Nee, ich mache Scherz. Also, ich mache es für ein Entgelt, ich mache es kostenlos. Oh, ich mache es kostenlos. Ich sorge dafür, dass alles ankommt. Ich danke dir sehr. Wie erkenne ich ihn, wenn ich vor ihm stehe? Folge der Straße südöstlich von Heras Wache zur Höhle des Pan. Er kann nicht weit davon entfernt sein. Such nach einer Schlange kranker Menschen. Er bekommt eine Glatze, aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht ansprechen.
Och, das ist mir so egal, da spreche ich auch gerne an. Also, wir sollen immer noch mit Hippokrates sprechen. Wie, sie sprechen das ja ganz anders aus, ne? Hippokrates. So viele Kranke. Hippokrates. Kann ein Mann allein ihnen helfen? So ein bisschen... Was sind hier Kranke schon? Ja? Nein. Also, ich sehe noch keine Kranke. Wir gucken natürlich auf der Karte, wo der jetzt genau ist. Karte, unser treuster Freund, wie immer, in jedem Assassin's Creed. Schnellreise. Man hätte jetzt auch hinterlaufen können. Hätte man wahrscheinlich, hätte Fahrradkette. 1-2 Minuten gebraucht. Aber ich glaube, die Ladezeiten sind ein bisschen schneller. Ja, ihr kriegt manchmal solche Informationen, dass hier irgendwas installiert ist. Das liegt einfach daran, dass ich natürlich was auch im Hintergrund runterlade und mir auch andere Spiele mal angucke, selbstverständlich. Jetzt aktuell war das jetzt Battlefield, soll keine Werbung sein, es ist einfach, ich gucke es mir einfach mal an, ne? War auch mal früher ein Ego-Shooter-Mensch, auch gerne im Multiplayer gespielt, aber ja, jetzt bin ich davon natürlich ein bisschen abgekommen, schon seit einer Zeit, müsste ich mich auch erstmal reinfitzen. Nur mal so als Nebenfakt oder so Nebeninfo. Damit wir die Ladezeiten überbrücken können. So, und wir sind da. Ich glaube, ja, wir werden wahrscheinlich, wenn wir gelaufen wären, jetzt auch fast ziemlich in der gleichen Entfernung. Wahrscheinlich macht es überhaupt keinen Unterschied, aber ist völlig egal. So, wir gehen hoch. Und dann werden wir alles weitere hören. Hier seht ihr, ist die ganze Texturen wohl noch nicht so richtig nachgeladen. Jetzt kommt es langsam. Ja, es sind manchmal solche Sachen noch. Aber ich glaube, die patchen sie nicht mehr großartig. So, das ist jetzt Hippokrates. Oder Hippokrates. Ganz komisch sprechen die es aus. Aber er hatte auf jeden Fall Klatze. Das kann man so sagen, ja. Gut. Also ich freue mich schon. Was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Es dauert nicht lange. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten. Und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Nein. Ich wusste, dass du und deine Patienten das brauchen. Das reicht mir völlig. Das ist bewundernswert. Wie war noch gleich dein Name? Alexios von Sparta. Sehr erfreut, Alexios von Sparta. Wie kann ich dir helfen? Ihr habt es gesehen, weil ich Nein gesagt habe, dass ich nichts mit Bezahlung mache. Hat das natürlich einen kleinen Pluspunkt gemacht, ne? Da muss man sich richtig gut entscheiden. Ich suche nach einer Frau. Bitte hilf mir, meine Mutter zu finden. Naja, ich suche. Ich bin auf der Suche nach einer Frau aus Sparta. Wieso sollte ich sie kennen? Man sagte mir, dass du ihr vor langer Zeit vielleicht geholfen hättest. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates. Ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier. Und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich. Doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Wow, also wieder mal, wir wollen Informationen und die gibt es nur gegen eine Tat. Also das wiederholt sich jetzt leider Gottes hier in Assassin's Creed Odyssey schon sehr oft. Es wird jetzt langsam langweilig schon, aber okay. Wir machen das jetzt einfach mal. Sostratos sagte, ich soll dich nicht auf deinen Haarausfall ansprechen. Ja, los geht's. Sostratos hat gesagt, du wirst nicht gerne angesprochen auf deine... Du weißt schon. Meine was? Deine Haare. Oder ihre Abwesenheit.
Ja, ja, mach du nur Witze. Du läufst immerhin herum wie eine lebendig gewordene Statue von Phidias. Sehr geil. Aber wir haben es einfach mal gemacht. Was glaubst du, wo deine Notizen sind? Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier, in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie manchmal sie dir, geil. Wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Mit mir. Wer bin ich, dass ich einem Söldner sagen könnte, was er tun soll? Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg. Hat Crisis oder Krisis deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht, aber der örtliche Befehlshaber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Warum sollte die Frau, die ich suche, zum Heiligtum gehen? Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über ihre Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Worum geht es in den Notizen? Was ist so interessant an diesen Notizen? Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes, auch über die sogenannte heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Es ist Zeit zu gehen. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Ja, und schon habe ich eine wichtige Mission, aber das war die Quest. Erstens, niemanden schaden.